Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch die Fanbox von Nicole vorstellen. Traumfänger und ich würde sagen, los geht's. Hierbei handelt es sich wieder um eine limitierte Fanbox. Und ja, ihr seht jetzt hier gerade die Rückseite. So schaut sie von einer Seite aus. Und das hier ist die andere Seite. Vorne, hinten, eine Seite und hiervon wieder die Rückseite. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein in die Box. So, als erstes sehen wir hier die Autogrammkarte. Danach folgen Bilder. Und dann sind wir wieder am Anfang. Als nächstes sehen wir dann hier den Traumfänger. So schaut der jetzt aus, der ist noch eingepackt. Und dahinter befindet sich jetzt das Album. Naja, nicht wirklich das Album, sondern die Single. Ich denke, das ist hier wieder eine Promo-CD. Also hat zumindest die Verpackung. Und ich glaube, die gab es jetzt hier nur in der Fanbox. Wir sehen uns im Himmel. Das ist die ja, Single-Auskopplung aus dem Album, aber eben eine Promo-CD. Rückseite hatte ich gerade gezeigt, ne? Da. So. So, und hier haben wir jetzt auch noch mal die CD. So sieht die CD aus. So, jetzt kommen wir aber zu dem Album. Hier, da haben wir es. Rückseite ist auch wieder so. So, wenn wir das jetzt öffnen, schaut die CD so aus. Und bei mir befindet sich hier wieder Werbung. So, jetzt habe ich die Werbung weggenommen, aber das Bildchen kennt ihr schon. Aber trotzdem wollte ich es euch nochmal zeigen. So, dann habe ich jetzt hier das Booklet mal rausgeholt und kann euch ja mal hier so ein bisschen zeigen. Hier vorne gibt es was Handschriftliches von Nicole. Dann geht's weiter. Na. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, doch das hatten wir schon. Und hier auf der Seite gibt es mal kein Bildchen. Deshalb war ich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Und ich glaube, das hier war das letzte, nein, das vorletzte Bild. Und dann sind wir auch schon durch. Ja. Geht hier nicht nur um Bilder, sondern auch um Songtext, wie ihr alle wisst. Und ja, ihr könnt ja mal sagen, welchen Songtext ihr hier bei diesem Album am besten findet. Achso ja, und sorry, ich sehe hier gerade so beim Reinmachen des Booklets, das hier, da steht extra CD drauf und hier hinten ist dann die DVD drin, zumindest für die Leute, die die Fanbox haben. Wir haben dann hier noch hinten noch ein Foto und sorry, da steht jetzt hier gerade auf dem Kopf, zumindest links. Also so soll das aussehen und ja, also wie vorne die CD auch, sieht hinten die DVD genauso aus. Genau.
Dann haben wir hier unten wahrscheinlich das Poster drin und das ist dann wie immer das letzte von der Fanbox. Ich hole es gleich mal raus. So, hier haben wir jetzt das Poster. Das Poster fällt so ein bisschen kleiner aus als das aktuelle. Hier ist schon wieder Ende. Da. Aber ja. Ist, glaube ich, egal. Wollte nur darauf hinweisen, dass das kleiner ist. Ich weiß jetzt hier nur gerade das Format nicht. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen und ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.